Hallo, Ralf Tütetek hier mit einem neuen Video. Ja, ich habe wieder Post bekommen, drei Päckchen an der Zahl. Und die packe ich jetzt mal wieder aus und zeige euch, was ich mir habe schicken lassen. Zwei Päckchen von der PC und ein Päckchen von Amazon. Das ist das hier. Genau. Aber ich packe erst die beiden Päckchen von Amazon. Von hier putzi aus, genau. Na, Entschuldigung, dass das jetzt so wackelt, aber wir sind schon richtig gut angepackt, diese Päckchen von der PC. Ah, geht doch. So, die Verpackung kommt zur Seite. Hier haben wir einmal einen Western mit John Wayne und Robert Mitchum, Eldorado. FSK 12, genau. Ja, den ich auch erstmal zur Seite. Dann ist hier das nächste Päckchen von der PC. Ich stoppe mal an dieser Stelle. So, ich habe mein Werkzeug geholt. Diese Schere hier, also damit kriegt er besser auf, anstatt das aufzureißen. Ja, manchmal muss man sich halt nur zu helfen wissen. So. Ups. Na, so geht's doch besser. So. Ah, okay, hier sind sogar zwei DVDs drin. Ich dachte, das wäre nur eine DVD. Okay. So. Hier ist noch der Lieferschein. Die Verpackung kommt an der Seite. So, da haben wir hier einmal ein Film mit Ingrid Bergmann, Kurt Jürgens und Robert Donnett, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit. Ja, der geht auch ein bisschen länger, der Film. Aber irgendwie sehe ich hier gerade nicht die Laufzeit. Achso, doch, hier steht die Laufzeit. Finde ich nicht immer sofort. Ja, 141 Minuten. Genau, der geht ein bisschen länger. So, einmal der. Und dann noch ein Film, wo Michael Crichton Regie geführt hat. Tom Selleck, Runaway Spinnen des Todes, genau. Das ist einmal der. Und dann habe ich hier noch das letzte Päckchen von Amazon. Und du wirst es kaum für möglich halten. Hier ist ein alter Film aus den 80ern, den ich bis jetzt noch nie gesehen habe. Ein Schimanski-Film, Zahn um Zahn. Der erste Schimanski-Kinofilm, genau. Ja, habe ich mal wieder heute ein bisschen was ausgepackt, ne? Und dann kommt gleich mein nächstes Video. Und ich würde sagen, bis gleich.